Für diejenigen, die kein Englisch können. Da steht, Hilfe! Zombies haben die STF Balhamoren oder so ähnlich Fjellstation überfallen und alle gefressen. Sollten hier noch Zombies unterwegs sein, könnt ihr euch im Schutzraum nebenan verstecken. Viel Glück! Sofort schaue ich mir natürlich an. Und dann müsste es, glaube ich, auch für mich in die Richtung da weitergehen. Jetzt mal ein ganzes Stück bergab, vermutlich da runter ins nächste Tal. Und auf der anderen Seite wieder hoch, wenn ich das richtig überblicken kann. Ich muss über einen verdammt hohen Pass. Das könnte also durchaus sein, dass das Massiv da hinten in irgendeiner Form ist. Aber heute nicht mehr. Heute nicht mehr. Morgen dann. Vielleicht morgen. Vielleicht auch. Also diesen sauhohen Pass, falls der da ist. Ich kann es eigentlich so ganz überblicken. Könnte jetzt natürlich auf den Pass nachgucken. Aber hier ist kalt. Ich gehe jetzt erstmal diesen Schutzraum suchen. Oder müsst du die Jacke anziehen? Das wäre eine Alternative. Den Emergency Room gefunden. Mit Emergency Bett 1, Emergency Bett 2 und da liegt das Messer zum Notschlachten, wenn keine Rettung kommt. Nein, das scheint mit der Trockenraum zu sein. Muss man ja auch nicht großartig aufräumen über den Winter, die Nicht-Saison. Es ist ja so, im Winter ist hier ja auch was los. Da kommen natürlich die Wintergäste. Und hier kann man Bags hinpacken, hier kann man wohl seine Klamotten aufhängen und hier kommen die Schuhe hin. Oder ein, was ist das? Ein Skateboard? Keine Ahnung, Miniatur-Snowboard. Das hier müsste jetzt, der Safety Room. Was? 100 Kronen? Mehr nicht? Was? Das ist ja echt günstig. Das sind 11 Euro so ungefähr. Krass. Da schauen wir doch mal rein. Bisschen dunkel. Also noch eins weiter. Ja, sag mal. Wie geil ist das denn? Toll. Gibt sogar Bettwäsche. Krass. Und Strom haben die hier auch. Wow. Also jetzt wahrscheinlich nicht, aber... Die gleichen IKEA-Lampen habe ich übrigens auch daheim. Ja, also jetzt muss ich sagen, das hätte ich nicht erwartet. Krass. 8 Betten. Wow. Und zwar wirklich Betten. 100 Kronen, ist ja lächerlich. Ich lege jetzt aber doch eine kleine Pause hier ein. Nicht, weil ich jetzt unbedingt eine Pause brauche, sondern weil es einfach die letzte Gelegenheit ist, tatsächlich im Warmen jetzt ein gemütliches Päuslein zu machen. Bin inzwischen jetzt so hoch, ich kann mal gucken, wie hoch eigentlich. Momento. Zip. Wo haben wir es denn? 1100 Meter. Ja, das ist für die hiesigen Verhältnisse halt wirklich sehr, sehr hoch. Und ihr seht ja draußen selbst, vegetationstechnisch wächst da nichts mehr, außer so ein paar dünne Gräser. Der Gletscher Hahnenfuß, der könnte theoretisch auch noch zu finden sein, zum Beispiel. Aber ja, viel ist da nicht mehr los. So, jetzt muss ich mir erstmal durchlesen, wie es jetzt dann jetzt weitergeht. Ich habe mir jetzt noch mehr gar nicht groß durchgelesen. Theoretisch bis zur nächsten Fjellstation, die vermutlich genauso wenig besetzt ist wie diese hier, sind es jetzt 18 Kilometer. Aber, also das ist schon viel eigentlich, aber man braucht dafür wohl scheinbar nur 6 Stunden.
nur in Anführungszeichen. Theoretisch könnte ich das heute noch laufen, so mein persönliches Pensum, was ich am Tag laufen kann, sind so ungefähr 8 Stunden in dieser Landschaft mit entsprechend vielen Pausen. Dunkel wird es eh nie. Das wäre also so gesehen kein Problem. Theoretisch könnte ich dann vielleicht sogar in so einem Ding mal irgendwann übernachten. Ob das jetzt diesmal sein muss, das weiß ich noch nicht. Jedenfalls wäre ich dann jedenfalls sehr gut wieder up to date, wenn ich das tatsächlich heute noch laufe. Im Wissen, dass man dann in der Hütte pennen kann. Wenn ich danach, nach so einem Tag, dann noch großartig Zelt aufbauen muss und so weiter und so fort, dann komme ich am nächsten Tag nur sehr, sehr, sehr spät weg. Ich habe ja gelernt, man soll nicht zu viel planen. Zu viel planen ist scheiße, insbesondere wenn man es dann auf der Kamera erzählt und am Ende klappt dann überhaupt nichts so, wie ich mir das vorstelle. Es gibt schon noch Alternativen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt unbedingt zu dieser Hütte da laufen muss und sonst sterbe. Ne? Also, naja, mal gucken. Aber es folgt jetzt wirklich eine Etappe, die größtenteils wirklich überhalb der 1000 Meter stattfindet. Ich bin mal kurzzeitig mal auf 900 zwischendurch. Und dann geht es wieder rauf auf über 1000. Die nächste Feldstation ist dann auch 1060 Meter, also müsste ähnlich aussehen wie hier. Jetzt esse ich mal eine Kleinigkeit und dann geht es auch zeitnah weiter. Mein Päuschen ging es länger als geplant. Hab mir jetzt nochmal genau zurechtgelegt, wie ich das heute mache. Und ich werde jetzt erstmal die 2 Stunden bis zur nächsten Rasthütte. Das ist nämlich alles jetzt wirklich arg hoch. Ohne Rasthütte macht Rasten gar nicht so viel Spaß, selbst bei gutem Wetter. Oder? Die wissen schon, warum sie die Dinger da irgendwo hingestellt haben. Ja klar, Zelt aufbauen, aber das ist in der Landschaft auch schwierig. Also bis zur nächsten Rasthütte mache ich auf jeden Fall jetzt 2 Stunden zügig durch. Als ja, motivierter, längeres Stück. Ich habe jetzt bisher immer nur so 1 Stunde und dann Pause gemacht, also seit ich in Schweden bin. Jetzt werde ich mal 2 Stunden am Stück laufen. Das kann ich schon, so ist das nicht. Man merkt halt schon das Rucksackgewicht. Und das jetzt mal mit musikalischer Untermalung. Ich habe ja einiges an technischen Spielereien dabei. Weil ich auch ein Solarpanel dabei habe zum Aufladen, sollte also eigentlich keine größeren Stromprobleme bekommen. Ja, ja. Noch ist es hinten und vorne nicht notwendig, dass ich das Ding irgendwann mal schon in die Sonne lege, aber irgendwann wird der Punkt kommen, an dem das sicherlich ganz sinnvoll sein wird. Und ich hoffe, da bin ich dann in einer etwas tieferen Lage, weil theoretisch hat das eine Temperatur, keine Betriebstemperatur unter 10 Grad, wird schwierig. Und deswegen werde ich das dann primär wahrscheinlich in etwas tieferen Lagen machen. Und da fliegt eine Möwe. Was macht eine Möwe hier? Okay, Musike, 8 Kilometer. Circa 2 Stunden, grob geschätzt, bis zur nächsten Rasthütte. Mach zwischendrin vielleicht noch ein paar Fotos. Natürlich sind diese Bilder jetzt hier fotografisch nicht besonders beeindruckend. Mir sind sie trotzdem wichtig, um zu verdeutlichen, dass es sich wirklich um eine unglaublich weite Landschaft handelt und der Weg übrigens durchaus sehr oft über Schneefelder verläuft, auf denen man nur schlecht vorwärts kommt. Die roten Kreuze sind eben die Markierung vom Winterweg, allerdings läuft hier der Sommer- und Winterweg ohnehin parallel. Älter sind, weil da ist keiner mehr durchgelaufen, nachdem das eingebrochen ist. Mit Sicherheit nicht. Garantiert davor. Das heißt, ich muss da jetzt im großen Bogen außen rum. Das ist viel zu gefährlich. Was außen rum führt. Ich kenne das selber auf dem Display nicht so viel. Und
Und auch hier zum Schluss nochmal ein kurzer Hinweis. Das ist jetzt eine etwas kurze Episode. Das liegt daran, dass ich versuche, die Dinger irgendwie zwischen 10 und 15 Minuten lang zu halten. Und so wie es halt thematisch einigermaßen zusammenpasst. Und wenn ich jetzt den nächsten Schnipsel dran schnipsle, dann wird es zu lang. Und zwischendrin schneiden ist auch blöd. Also jetzt halt mal eine etwas kurze Version.